Bei einer Polizeigroßaktion in Ternitz im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich ist am Mittwoch ein 19-Jähriger im Zusammenhang mit Anschlagsplänen für Veranstaltungen im Großraum Wien festgenommen worden. Eine weitere Festnahme gab es in Wien. Details dazu haben der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf und der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Ein 19-jähriger österreichischer Staatsbürger wurde heute in den Morgenstunden in Ternitz festgenommen. Eine weitere Festnahme in diesem Zusammenhang erfolgte heute in den Nachmittagsstunden in Wien. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand haben sich die Beschuldigten im Internet radikalisiert. Der 19-jährige niederösterreichische Staatsangehörige Staatsbürger hat Anfang Juli einen Treueschwur auf den aktuellen Anführer des IS geleistet. In der Folge haben die Beschuldigten konkrete Vorbereitungshandlungen zu einem terroristischen Anschlag getroffen. Aufgrund des Verdachtes, dass sich Sprengstoff am Wohnort des Verdächtigen in Ternitz befindet, wurde der Entschärfungsdienst der Direktion für Spezialeinheiten hinzugezogen. Die Hausdurchsuchung dauert noch an. Die sichergestellten Gegenstände werden aktuell einer Auswertung unterzogen. Wir gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass das Ziel des Anschlags Veranstaltungen im Großraum Wien waren. Der Landespolizeipräsident Wien mit der Landespolizeidirektion wurde beauftragt, sämtliche polizeiliche Maßnahmen und Vorkehrungen zu treffen, damit alle Veranstaltungen der kommenden Tage und bis zum Abschluss der Ermittlungen hin sicher über die Bühne gehen können. Insbesondere werden die polizeilichen Maßnahmen bei dem aktuell heranstehenden Taylor Swift-Konzerten erhöht. Aufgrund des aktuellen Ermittlungsverfahrens wird ein spezieller Fokus auf die Zutrittskontrollen und Personendurchsuchungen gelegt. Wie Sie wissen, werden die Entwicklungen zur aktuellen Terrorwarnstufe von uns laufend evaluiert. Die Erkenntnisse aus dem laufenden Ermittlungsverfahren werden dabei selbstverständlich mit einbezogen. Der Herr Generaldirektor hat es ja schon angedeutet, es stehen die drei großen Konzerte Taylor Swift in Wien an. Grundsätzlich natürlich friedliche Konzerte, aber wir erwarten dort etwa 65.000 Zuschauer pro Tag und außerhalb des Stadions auch noch 15.000 bis 20.000 Fans, die sich dort aufhalten werden. Und selbstverständlich gibt diese Entwicklung und diese Ermittlungsmaßnahmen und Ermittlungserkenntnisse, die bisher feststehen, Anlass für erhöhte polizeiliche Überwachungen. Die konkrete Gefahr ist, wie wir gehört haben, minimiert, aber eine abstrakte erhöhte Gefahr liegt vor und daher gilt es hier als sicherheitspolizeiliche Behörde auch die Maßnahmen zu treffen. Wir haben daher die Überwachung insofern erhöht, dass wir jedenfalls verstärkte Durchsuchungen machen werden, sowohl an der Örtlichkeit wie auch bei den Zutrittskontrollen. Entsprechende Durchsuchungsanordnungen werden auch durch Verordnung der Landespolizeidirektion Wien getroffen werden. Selbstverständlich erhöhen wir in diesem Zusammenhang auch die Antiterror-Komponente, das heißt also zu Deutsch, dass wir Spezialkräfte haben, Spezialkräfte in Zivil, Uniformierte in Langwaffen, den Einsatz von Spezialfahrzeugen, von Kräften mit Spezialausbildung wie zum Beispiel sprengstoffkundige Organe. Selbstverständlich werden wir für diese Konzerte auch unsere Sondereinheiten wie Vega und Diensthunde einsetzen und werden auch von der Cobra entsprechend unterstützt. Wesentlich ist verstärkte Zufahrtskontrollen, verstärkte Zutrittskontrollen. Das bedeutet aber alle für alle Besucherinnen und Besucher, dass sie damit rechnen müssen, dass sie bei der Anfahrt, bei der Zufahrt Verzögerungen zu gegenwärtigen haben und dass es natürlich beim Zutritt zur Veranstaltungsstätte auch zu Verzögerungen kommen könnte. Daher geht es Ersuchen und auch das Ersuchen und Bekanntmachung, dass man rechtzeitig und zeitlich
sich das so einteilt, dass sie die Anreise und der Zutritt entsprechend ausgeht, um das Konzert auch genießen zu können. Wir werden als Wiener Polizei alle Maßnahmen treffen, die eine sichere Veranstaltung gewährleisten. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nie, aber daher auch Informationen an Sie, damit da keine Geheimniskrämerei entsteht und damit auch nicht irgendwie die Gerüchte sozusagen im Vorfeld brodeln. Daher heute die Einladung und die jetzige Information. Weitere Details zu den Ermittlungen sollen in absehbarer Zeit bekannt gegeben werden.